Und UniTV. Heute mit Luca Hammer, Hallo. Blogger und Datenvisualisierer, der über sein Projekt Blognetz sprechen wird, und wie es dazu kam und was so die Vision dahinter ist und wie es das auch technisch funktioniert. Hallo Luca. Hallo. Du sitzt gerade wo? Ich sitze in Paderborn. In Paderborn, okay. Bist aber gebürtiger Tiroler, oder? Tiroler Genau. ursprünglich, genau. Dann in Wien studiert oder beziehungsweise ich studiere immer noch in Wien. Momentan lebe ich aber in Paderborn. Und arbeitest unter anderem an einem Projekt, das Blogger Vernetzung visualisiert und ermöglicht. Das ist noch relativ neu. Wie ist es dazu gekommen? Das ist ja erst vor ein paar Wochen passiert eigentlich. Also der Hintergrund ist schon etwas älter. Also ich habe schon vor Jahren damit begonnen, meine Facebook-Kontakte oder einfach von Netzwerk neben Kontakte zu visualisieren, meistens mit irgendwelchen Tools, Apps, die zur Verfügung waren, die das fix und fertig gemacht haben. Und dann hat es eben die Gruppe Österreichs Blogger gegeben, wo nach meiner Meinung Großteil der Blogger in Österreich dabei war. Und die habe ich einfach mal so zum Spaß visualisiert, einfach zu sehen, wie sind denn die Leute eigentlich untereinander vernetzt. Das hat recht gutes Feedback gegeben. Es ist dann jemand aus Deutschland, Daniel Rehn, an mir herangetreten und hat gefragt, ob ihr das nicht auch für Deutschland machen könnt. Und dann habe ich gemeint, ja, also ich stehe da gerade zum Anfang und bin noch ein bisschen Anfänger bei der Datenerfassung auch und ich bräuchte momentan eine Facebook-Gruppe, weil eben das Tool NetWIS nennt sich das, das eben die Daten sammelt, Facebook verwendet. Und deshalb ist dann die Facebook-Gruppe gegründet worden und die ist dann sehr schnell explodiert. Und ja, später ist man dann draufgekommen, okay, eigentlich wäre es auch cool, wenn man das eben ohne Facebook machen könnte. Da ist dann Blognetz als solches entstanden. Davor haben wir es D-Blogger genannt, für deutsche Blogger. Und über Blognetz haben wir jetzt so die Möglichkeit, also momentan arbeiten wir immer noch mit Facebook, weil die Daten einfach am einfachsten zu sammeln sind. Aber als nächstes kommt eben Twitter dazu und wir planen dann auch mal Google Plus noch dazu zu nehmen. Und so geht es dann alles weiter. Das heißt, das basiert jetzt momentan alles auf Daten, die in einer Facebook-Gruppe sind, beziehungsweise Facebook-Daten von Leuten, die in einer Facebook-Gruppe sind. Da Die kann man auch. Facebook-Gruppe braucht es momentan nicht mehr. Also wir sind jetzt Okay. rein auf blognetz.com, wo man sich aber momentan noch mit Facebook anmeldet und das verwendet eben die Freundeslisten der Personen. Also es werden jetzt nur die visualisiert, wo jetzt beide bei Blognetz sich angemeldet haben und zumindest einen Blog eingetragen haben, wodurch wir Verstehe. dann davon ausgehen, okay, sind beides Blogger. Und wenn sie dann sich jeweils gegenseitig auf der Freundesliste haben, dann haben sie ja Verbindung eben in der Visualisierung. Die Visualisierung die hast du ja sehr schön auch dokumentiert zum Teil, und die ist ja dann auch gewachsen. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Du hast ja auch Screensharing haben wir ja schon getestet. Vielleicht kannst du uns das kurz zeigen, bitte. Ja, ups, kann ich gleich reingehen. Also das Ganze ist sehr, sehr gut in der Gruppe nachzuvollziehen. Also auf Deutschlands Blogger ein Projekt heißt sie. Und dort habe ich eigentlich immer Screenshots von der jeweils aktuellen Visualisierung reingestellt. Und jetzt kann man eben von der ersten Visualisierung, ich glaube damals waren es nur 200 Mitglieder am 21. April, als die Gruppe gestartet ist, sehen, wie es damals ausgeschaut hat. Also es ist immer in der Beschreibung dabei, wie viele es gerade sind. Und wenn man dann eben weitergeht, dann sieht man eben, dass sie langsam größer wird, wo sich dann schon so Subgruppen herausbilden. Das ist eben mit 300 jetzt. Man sieht auch schon einige bekannte Namen, je nachdem, wie aktiv man so in der ganzen Bloggersphäre ist. Und sieht dann eben, okay, wie sind die miteinander verbunden, wo sind jetzt so Subnetzwerke, die sich rausbilden. Damals habe ich nur rein auf weiblich-männlich die Visualisierung von den Farben her gemacht. Also rot ist da jetzt weiblich und blau ist männlich. Man sieht also, zu Beginn war es nur sehr blau das Ganze, das hat sich über die Zeit auch etwas verändert. Habe dann so verschiedene Arten der Visualisierung ausprobiert und habe dann eben irgendwann das Ganze eben auf eine eigene Website gestellt, wo man sich das dann interaktiv anschauen hat können, weil die Bilder alleine sind jetzt nicht so spannend, da kennt man vielleicht drei, vier Personen, aber der Rest ist eher so ein riesiges Netz. Und
Du möchtest was Ja, da zwischenfragen? ist ja dann auch sehr schnell mal die Frage gekommen, kann man das dann auch durchsuchen und so weiter? Kann man das auch irgendwie genau sich so darstellen lassen? Das war dann der nächste Schritt, glaube ich. Genau, also erst hat es eben einfach nur so ausgeschaut, das war eben interaktiv, also man kann reinzoomen. Man kann jetzt auch, wenn man über eine Person geht, sieht man jetzt nur das Netzwerk von der jeweiligen Person. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Und dann ist eben, okay, ich finde mich da nicht, ich habe wohl zu wenig Kontakte und mein Punkt ist zu klein, kann man nicht irgendeine Suchfunktion einbauen? Und dann hat es eben eins mit Suchfunktion gegeben, das gibt es inzwischen nimmer, also irgendwo kann man das, glaube ich, nur abrufen. Nee, das war schon wieder was anderes. Jedenfalls die aktuelle Version sieht jetzt so aus, wo jetzt wieder eben das Netzwerk jeweils habe. Jetzt sind die Farben auch schon anders und da habe ich jetzt auch eine Suche und was natürlich für sehr viele Leute auch interessant ist, dass man es nach Kategorie sortieren kann. Also wenn jetzt nur Blogger sehen will, die über Politik schreiben, kann ich das eben so anklicken, sehe dann auch, wie die untereinander vernetzt sind und bekomme dann eben eine Liste mit diesen ganzen Personen. Kann dann wieder die Person anklicken, sehe dann das jeweilige Netzwerk von dieser Person, sehe dann, okay, von wo kommt die Person her, über was schreibt sie, der Link zum Blog, also das ist dann immer so eine Kurzbeschreibung und dann wieder das Netzwerk von der jeweiligen Person. Kann man wieder draufklicken, sieht dann wieder eben die verschiedenen Sachen, auch Google Plus, Twitter, Facebook-Link müsste eigentlich auch sein, ist da jetzt aber nicht. Dieses quasi blognetz.com ist die Webseite. Das ist jetzt aber rein auf eigene Eintragung mit Facebook Connects oder mit Facebook sozusagen Anmeldung. Genau. Aber jeder musste sich da jetzt wieder neu eintragen. Also auch wenn man schon in dieser Gruppe war, musste man da wieder neu rein. Genau. Okay. Also die Gruppe ist inzwischen nur noch zur Kommunikation mit den Leuten, aber die gesamte Datenerhebung funktioniert jetzt über blognetz.com, auch weil es zu Beginn eben sehr viel Kritik gegeben hat, dass Leute einfach eingeladen werden, ohne dass sie es wollten. Das hat ein bisschen mit der Facebook-Funktionalität zu tun, dass man eben Personen zu Gruppen hinzufügen kann, und sie nicht mehr wie früher so Einladung bekommen, sondern dass sie sofort dabei sind. Was zu Beginn einerseits hilfreich war, weil die Gruppe natürlich viel schneller gewachsen ist, aber andererseits eben auch Personen reinkommen sind, die das eigentlich nicht wollten, die visualisiert worden sind, obwohl sie es nicht wollten, und auch Leute, die selber gar nicht bloggen. Und durch das, dass man sich jetzt selber eintragt, umgeht man das Problem. Klar, wir haben ja auch vorher kurz noch schon, also vor dem Start des Livestreams irgendwie über die Spam-Problematik gesprochen. Also auch das wird ja dann größer, je größer die Gruppe wird. Jetzt noch eine Frage, wie ist das zum Beispiel für Leute wie mich oder auch für dich, die in Österreich bloggen, aber auch in deutschen Blogs drinnen sind? Wo ist sozusagen oder geht es jetzt über Ländergrenzen hinaus? Geht komplett über Ländergrenzen hinaus. Wir wollen es auch nur international machen. Das wird noch etwas dauern. Ich glaube, wir haben es in den FAQs irgendwo drinnen stehen. Oder auch nicht, weiß jetzt nicht mehr. Ja, aber grundsätzlich ist es vollkommen egal, auch in welcher Sprache man bloggt, aus welchem Land man kommt, in welchem Land man ist. Man kann sich eintragen, wenn man bloggt. Also ist vollkommen egal, wer man ist, woher man kommt, Hauptsache man bloggt. Und da ist auch das, was einige kritisiert haben, aber was einfach Entscheidung von mir war, dass Bloggerinnen sich selber als solche identifizieren. Wenn jetzt jemand sagt, ich blogge auf Google Plus, dann kann das genauso ein Blog sein wie jemand, der auf einer eigenen Domain ist, weil heutzutage die Technik einfach nicht mehr so eine wichtige Rolle spielt, sondern es kommt wirklich darauf an, verstehe ich mich selber als Blogger, als jemand, der Inhalte der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt und sich eben darüber austauscht. Und wenn jetzt eigentlich nur einen Beitrag hernimmt, dann kann der auf Google Plus oder auf Facebook oder auf welcher Plattform auch immer genau das Gleiche sein, wie es auf einem dedizierten Blog ist, jetzt etwa mit WordPress oder einem ähnlichen System. Ja, das heißt, im Grunde kann auch jeder mitmachen und es wird auch weiterhin wachsen. Und jetzt die Frage, wie haben die Blogger dann darauf reagiert? Also gibt es dann jetzt schon, also wächst dann auch die Vernetzung der einzelnen Personen? Also ich klicke mich jetzt durch und vernetze mich dann auf Facebook und Co. oder später dann auf Twitter mit all denen, die ich interessant und spannend finde. Das ist so die Vision. Die Vernetzung ist ja jetzt nicht was, was jetzt von mir direkt in der Version drinnen war. Das ist immer was, was mit passiert ist. Man hat es auch sehr früh in der Gruppe gesehen, dass sich Leute
recht blind vernetzt haben. Einige haben das argumentieren können, andere nicht wirklich, wo dann einfach eben ein Thread erstellt worden ist, hallo, ich bin XY und möchte mit vielen Leuten befreundet werden, wer das möchte, kann sich eben, kann einen Kommentar schreiben, ich nehme jede Freundschaftsanfrage an. Ja. Was, ja, hätte jetzt unterbinden können, aber ich habe gesagt, das ist mir eigentlich vollkommen egal, wenn die Leute das machen wollen, sollen sie das machen. Natürlich verändert es die Visualisierung, aber ich möchte jetzt niemandem vorschreiben, wie er jetzt irgendeine Plattform verwendet. Wenn die Leute denken, okay, ich muss mich mit allen anderen Bloggerinnen vernetzen, ist das in Ordnung. Und wir stellen ja einfach nur die Verbindungen dar. Wir sagen jetzt noch nicht, das bedeutet, dass die tatsächlich miteinander viel zu tun haben, sondern es ist einfach, diese Verbindungen existieren grundsätzlich. Wenn die Person etwas auf Facebook postet, erreicht sie potenziell eben alle, mit denen sie dort auch verbunden ist. Also den Bloggerinnen ist nur, wir vernetzen, genau. Wir visualisieren ja nicht alles. Genau. Grundsätzlich ist es natürlich aber auch für Außenstehende jetzt interessant oder auch neue Blogger oder Bloggerinnen, die beginnen. Denn davor, also natürlich gibt es Blog-Suchmaschinen und so weiter, aber die gehen ja im Grunde immer auf Tags oder auf Stichworte oder auf Themen, aber nie auf Personen oder auf URLs. Und jetzt ist es natürlich schon interessant, weil man das wirklich auf Kategorie runterbrechen kann und einfach auch Anknüpfungspunkte findet. Ja. Hast du schon das Gefühl oder kennst du auch jetzt schon Leute, die sich sozusagen, die das im Sinne der Blogger-Relations verwenden und dann sich dadurch, also weil all das ist ja jetzt natürlich möglich, ja. Also gerade, ja. Es gibt ja immer wieder mehr Firmen, die das ja jetzt auch so als war eine der ersten Anfragen, dass man doch einen Auswahlbutton reinmacht, ob die Person angeschrieben werden möchte für Werbezwecke, um halt Werbegeschenke, blablub, Pressemitteilungen zu bekommen. Ich habe gemeint, soll man in der Gruppe fragen, wenn sich die Leute die Mehrheit dafür entscheidet, dann kann man es machen. Mir ist es grundsätzlich egal, also interessiert mich soweit nicht. Bei mir ist ja die Intention ein bisschen anders, also mir geht es ja um die Netzwerke hinter den Blogs, also mir ist es jetzt eigentlich egal, was die Leute mit den Blogs machen, wie sie auch die Daten verwenden, sondern ich will jetzt einfach mal wissen, wie sind die Leute miteinander dahinter verbunden? Weil, ja, man hat jetzt schon Blog-Rolls und so weiter, wobei die ja immer seltener eigentlich sind, aber eben über das, dass ich eben Social Networks habe, kann ich eben die Daten ganz anders anschauen. Also ich sehe plötzlich Verbindungen, die ich bisher nicht sehen habe können. Und du hast ja dann auch noch Unterstützung bekommen, also das ist ja jetzt nicht mehr ganz alleine dein Ding, dass das auch noch der Vollständigkeit halber natürlich auch drinnen ist, beziehungsweise betonst du das auch selber immer wieder in deinen Kommentaren dann. Wer ist da noch involviert jetzt? Das ist der Martin, kann man auch sehr schön alles nachlesen, Martin Stückelschweiger von den Socialisten. Socialisten sind das Social Media Agentur in Wien, von Michael Kammleitner, den kenne ich schon länger, den habe ich damals gefragt, wie ich gemerkt habe, okay, das mit der Facebook-Gruppe allein ist nicht wirklich sinnvoll, da muss man was Eigenes machen, auch dass man eben andere Plattformen hinzugeben kann, und er hat das dann eben seinem Team vorgeschlagen und Martin hat dann gemeint, okay, findet er total spannend, würde er gern mitmachen und darf jetzt halt die Hälfte der Zeit, die an Blognetz arbeitet, muss er in seiner Freizeit machen. Also es ist dann Interesse halber, aber die andere Hälfte darf er eben auf Agenturzeit machen. Und deshalb eben powered by die Socialisten. Und was habt ihr jetzt noch so, was sind jetzt so die nächsten Schritte? Also auf was können wir uns jetzt noch einstellen? Oder was sind so deine Meilensteine? Der erste Meilenstein ist, dass ich es schaffe, endlich regelmäßig die Wochenaktualisierung zu machen. Also eigentlich sollte eben immer Freitagabend das Update kommen mit allen neuen Verbindungen. Ist letzte Woche ausgefallen, weil ich einfach privat so viel Stress gehabt habe. Vielleicht hört man auch im Hintergrund neues Kind etwas. Danach ist eben ganz weit oben auf der Liste, woran wir jetzt schon länger arbeiten, eben die Integration von Twitter. Wir haben bereits die Datenerfassung soweit recht fertig. Also wir können jetzt alle Leute, die eben einen Twitter-Account eingetragen haben auf Blognetz, können die Daten, eben die Verbindungen erfassen. Wo wir momentan noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, ist eben zu schauen, wie integriert man jetzt die beiden Datensätze. Also man hat eigentlich einerseits Facebook mit den unidirektionalen. Also kombiniert man es auch. Genau. Und andererseits Twitter mit den gerichteten Verbindungen, also meistens gerichteten Verbindungen. Und wie stellt man das jetzt dar, dass es Sinn macht, auch
kann man das so sauber integrieren oder soll man zwei unterschiedliche Visualisierungen machen? Und da kämpfen wir jetzt noch ein bisschen und müssen schauen, was die beste Lösung ist. Das heißt, auf Twitter kann man sich dann auch noch freuen und dann vielleicht auch endlich mal durchsuchen, wer von meinen Twitter-Followern dann auch auf Facebook ist und so weiter oder ja. vernetzt ist. Ja. Wir haben ja auch die Funktion Mein Netzwerk, wo man also nach der Anmeldung sehen kann, welche von meinen Kontakten bloggen eigentlich über was. Also habe ich total spannend gefunden, habe ich früher nie gedacht, dass ich sowas brauche. Aber Martin hat das so nebenbei, oh, das wäre interessant, hat das schnell programmiert. Und dann hat man einfach eine Liste von den Blogs seiner Kontakte, was wahnsinnig spannend ist, sich auch da mal durchzuklicken, weil man bei manchen Personen draufkommt, oh, habe ich gar nicht wahrgenommen, dass die eigentlich auch bloggt. Stimmt. Das heißt, es ist noch einiges möglich, wahrscheinlich irgendwann auch noch Google Plus und was auch immer, Pinterest-Blogger und sowas. Und ich hoffe, wir hören da vielleicht auch nochmal ein Update dazu, beziehungsweise in vielleicht in einer späteren Session mal was wirklich auch über die Technik. Also die kann dann ruhig so ein bisschen mehr richtiges Hands-on bei der Technik sein. Danke, dass Deine du da Preview. Warst. Genau, ja genau. Genau das ist natürlich auch noch sehr spannend. In 15 Minuten wahrscheinlich nicht bewältigbar, aber zumindest einen kleinen Vorgeschmack haben wir jetzt erhalten. Danke, Luca. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende noch. Bitte gerne. Und morgen eine kleine Vorschau noch wird Anja mit Wildtück, also @Wildtück sprechen über digitale Gesellschaftsbildung und so weiter. Auch das ist wahrscheinlich ganz interessant. Und ansonsten sehen wir uns demnächst wieder auf UniTV und ich hoffe auf Start Next bei unserer Crowdfunding-Kampagne.